Vergrößere ab sofort deine Sichtweise. Ich habe zum Beispiel eine Brille auf. Das heißt aber nicht in erster Linie, dass ich nur das sehe, was ich durch meine Brille sehe, sondern es ist ganz entscheidend, was du über den Tag hinaus oder grundsätzlich in deiner Vergangenheit dir für Möglichkeiten machst. Was du liest, was du dir anschaust, was du für ein Umfeld hast. Sprich, die Person, mit denen du eine ganze Menge Zeit fristest. Und wenn du das Ganze mal vergrößerst und dir sagst, ich möchte mal gucken, wo du noch gerade ausschaust, wie ist denn das hinter mir? Du siehst das automatisch. So musst du dir das vorstellen, wenn du diese Möglichkeiten nutzt, Dinge anders zu betrachten und nicht nur aus der Sicht, wie es dir jemand erzählt, sondern du da fragst mal für dich und guckst, ist da noch irgendwie was anderes, sind da noch gewisse andere Punkte, die ich vielleicht so nicht berücksichtigt habe. Und du wirst dann merken, umso häufiger du das machst und umso länger natürlich, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einer ganz anderen Perspektive durchs Leben läufst. Und das ist eine Eigenschaft, wie du es auch schon von mir kennst, die solltest du dir grundsätzlich so schnell, wie es irgendwie nur geht, aneignen, damit du auch für dich merkst, das ist alles gar nicht so, wie du es eigentlich gedacht hast. Konzentriere dich da mal drauf, vergrößere deine Pupillen und deine Sicht. In diesem Sinne, denke daran und bis dann.